Mann. Ich habe so das Gefühl, in Berlin brauche ich keinen Text. Also, mein Name ist Anneliese, ich und mein Mann, wir haben ein exklusives Pilzgeschäft in Mannheim und wenn es so weitergeht, auch bald in Berlin. Berlin. Ich habe das eben gerade mitbekommen mit diesem Camping, jetzt mal unter uns. Camping, sowas für assoziiert. Also, nee, du, Tito, geht doch mal. Ich war mit meinem Mann, war ich auch im Urlaub, aber nicht auf dem Campingplatz. Wir waren im Hotel in Loch Ness, Wildnis. Oh, wenn ich es einmal verspreche. Haben Sie gesoffen oder was? Ja, aber sehen auch so aus, als hätten sie heute mal was getrunken. So dumm ist es nicht, dass wir alles das sehen würden, nicht? Ja, mein Gott. Ja. Auf jeden Fall wollte mein Mann schwimmen gehen, da war ich gleich wieder erinnern. Da wollte mein Mann schwimmen gehen, da stand er so in seiner Leoparder-Tanga-Badehose. Und da haben sie von unten bis oben angeguckt, ohne hängen zu bleiben. Und haben gesagt, Männle, wenn du ein bisschen mehr horchst auf der Brust, würde ich aussehen wie deine Mutter. Mara beneid dich. Und hat gesagt, dass die Welt und die Menschen um ihn herum immer dümmer werden. Also, es gibt auch Ausnahmen. Ich zum Beispiel wäre so eine Ausnahme. Bei mir hätte ich so das Gefühl, dass ich, seit er mich kennt, noch dümmer geworden bin.